Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video wird es einen kleinen Überblick über die Fortnite-Tournaments in 2021, also im nächsten Jahr, geben. Unter anderem über den World Cup in 2021 und natürlich die ganzen FNCS-Tournaments. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link ist natürlich dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Der Blogpost von Epic Games zu diesem Thema ist tatsächlich auch erst ein paar Minuten alt. Das heißt, ein ganz, ganz frischer Beitrag. Und in diesem Beitrag schreiben sie als erstes ein bisschen etwas über den World Cup in 2021, und da haben sie mal geschrieben, dass sie zurzeit leider immer noch keine World Cup planen. Das Ganze natürlich nicht, weil Epic Games keinen Bock darauf hat oder weil sie immer kein Geld dafür haben, sondern ganz einfach, weil immer noch die ganze Pandemiesituation und so ist und es wahrscheinlich immer noch bis dahin keinen vernünftigen Impfstoff geben wird, der eben halt weltweit wirklich gut verteilt wird. Und da sie eben halt das nicht wirklich wissen und es auch bereits schon in 6 Monaten dann irgendwie wäre, werden sie zurzeit immer noch keine World Cup plan und eventuell würde es dann World Cup geben oder was ähnliches wie eine World Cup, wenn sich die ganze Pandemiesituation beruhigen sollte. Ich glaube allerdings eher nicht dran, das heißt, geht auch eher mal davon aus, dass es keine World Cup geben wird, und wir müssen einfach ein bisschen darauf hoffen, dass einfach die ganze Pandemiesituation ein bisschen weniger wird. Vielleicht kann es dann eventuell noch dazu kommen, dass wir einen World Cup bekommen werden. Sie schließen es auf jeden Fall nicht aus, planen allerdings wie gesagt zurzeit auch noch nicht damit. Dann würde es im nächsten Jahr genauso wie in diesem Jahr auch das ganze Jahr über wieder ein FNCS geben, und das Ganze würde auch wieder weiterhin jede Season stattfinden. Das heißt, in Season 5, in Season 6 und Season 7 und vielleicht auch Season 8, je nachdem wann die Seasons immer stattfinden, werden wir eben halt im nächsten Jahr auch wieder FNCS bekommen. Und das Besondere wird sein, dass wir tatsächlich nur Trio-FNCS haben werden. Das heißt, wir werden keine Solo, keine Duo und keine Squad-FNCS erhalten, sondern dauerhaft als konstanten Team-Mode eben halt Trio drin haben bei den FNCS. Und natürlich in den ganz normalen Cash Cups und allen weiteren wird es dann weiter auch die ganzen anderen Modes geben. Eventuell, wie es zurzeit tatsächlich scheint, wird es auch kein Squad mehr geben, vielleicht eine Ab und zu Squad Tournaments. Zumindest gibt es zurzeit keine Informationen dazu, und es scheint eher so, dass Solo-Duo eben halt die Main-Modes sein werden, eben halt neben Trio noch. Weil es ja auch zurzeit so ist, dass wir Solo-Duo-Trio als Arena-Modis drin haben, und ansonsten würde, glaube ich, auch Squad als Modus drin sein. Das heißt, ihr könnt aber auf jeden Fall ein konstantes Trio für das ganze nächste Jahr suchen, und seid euch immer auf jeden Fall sicher, dass ihr damit auch noch locker richtig viele Tournaments spielen könnt und es immer nicht so wie sonst immer ist, dass ihr nach der Season dann direkt wieder andere Team-Modes habt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Änderung. Die FNCS für diese Season wird am 4. Februar beginnen, und so wie ich es auch schon vermutet hatte. Februar hatte ich ja gesagt, dass es irgendwann stattfinden wird, und 4. Februar wird das Ganze jetzt beginnen. Wahrscheinlich so ungefähr bis Ende Februar dann, also den ganzen Februar über wird dann die FNCS ungefähr gehen, und dort werden wir dann natürlich wieder 4 Preisgeld bekommen können, und das Qualifikationsformat, Punktevergabe und so kann sich natürlich über die Seasons ändern. Allerdings wird eben halt, wie gesagt, Trio als Konstante für die FNCS bleiben. Wie gesagt, es wird natürlich aber nicht nur FNCS geben, also es wird auch noch andere Tournaments geben. Sie wollen sogar noch mehr wöchentliche Turniere machen, einzigartige Turniere. Das heißt, so etwas wie Wild Wednesday werden auf jeden Fall in dieser Season im ganzen nächsten Jahr auch weiterhin behalten, und auch Creator Cups, das heißt Cups, wo Creator gegeneinander spielen, das wird auch noch etwas häufiger werden. Das heißt, sie wollen auf jeden Fall noch ein bisschen konsistenter werden mit den ganzen Cups und so. Finde ich, sind auf jeden Fall sehr, sehr geile Changes, die sie bisher so ankündigen, und die wollen natürlich auch weiterhin Änderungen für die Competitive-Szene reinbringen und im Prinzip den Public-Modus und den Competitive-Modus weiterhin splitten. So zum Beispiel das System mit den Goldbarren, die es eben halt jetzt in dieser neuen Season gibt, ist ja so, dass man in Public-Matches die Goldbarren über die Runden übertragen kann. Und in Arena ist es jetzt ja auch schon so, dass sie jede Runde eben mal zurückgesetzt werden. Und das wollen die eben halt weiterhin immer verfeinern, dass sich einfach die Public-Modis und die Competitive-Modis immer weiter voneinander splitten. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir uns wieder auf ein richtig nices neues Jahr freuen können mit Fortnite-Tournaments. Ich denke auch, dass es wieder DreamHack geben wird. Zurzeit steht ja bis Januar 2021. Dort hatten sie gesagt, auf jeden Fall DreamHack. Allerdings glaube ich auch nur, dass es danach DreamHack kommen wird. Also dort sollte man sich eigentlich auch relativ sicher sein. Und ich bin auf jeden Fall schon richtig hyped auf das Ganze nächstes Jahr. Falls es natürlich irgendwelche weiteren Informationen beispielsweise zum Winter Royale gibt, was jetzt noch gar nicht angekündigt wurde, dann werde ich dazu natürlich weiterhin Videos hochladen. Um dazu nichts zu verpassen, würde ich mir natürlich gerne über ein Abo freuen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video natürlich gefallen hat, und dann bis zum nächsten Video oder bis zum Stream nachher. Ciao.